Willkommen zurück hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir drei wünschen euch einen schönen dritten Advent und haben uns heute gedacht, wir spielen nochmal eine Runde Montagsmaler. Format bleibt so wie gewohnt. Wir haben wieder Begriffe im weihnachtlichen Stile. Inga darf als erstes malen, hat 60 Sekunden und Andi und ich versuchen, das Ganze rauszubekommen. So sieht's da aus. Direkt die Frage. Bist du ready? Bist du? Bist du? Bist du? Bin bist ich. Du bereit? Hast du gelernt über das Jahr hinweg? Nee. Aber ich bin ready. Gut. 3, 2, 1, los. Weihnachtsmann. Du malst das mal nicht. Das ist der Radierer. Der Klassiker. Das ist steht auch oben drüber. So, 10 Sekunden sind schon rum. Toll. Was ist das? Das ist ein Sack. Ein Weihnachtsgeschenksack. Ein Kissen, ne? Nein. Kamin. Du hast nicht so viel Zeit, mal irgendwas. Brauchst mich nicht so. Was ist das? Eine Tasse mit irgendwas braun drin, Kakao. Das ist ein Beutel, das ist der Nikolaus-Beutel. Weihnachtsmannsack. Das ist ein gepflanzter Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsstern. Ja. Ich habe extra den grauen Pott gemalt. Ja, ich hätte da jetzt noch hier nein. So und da so und da. Dann hätte ich. Und dann wird die Zeit rum. Hier oben. Ja, versehen. Hier oben. Aber lustigerweise, jetzt meint es ja voll mal schneller, würde ich dann. Ja, weil ihr sonst anstrengend werdet. Ja, sieht so ungefähr. Fast aus wie die, die wir hier haben. Also, es ist eines der besten Dinge, die ich bisher gemalt habe. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, Punkt für Andi. Ja. Carsten, bist du bereit? Weiß noch nicht, ne? Deine eine Minute. Oh, eine Minute noch? Ja. Theoretisch bin ich bereit. Gut. Praktisch solltest du es auch sein. In 3, 2, 1, los! Na? Nichts. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaumständer. Weihnachtsbaum. Auf jeden Fall Stamm. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaumkugel, Christbaumkugel. Lametta. Lichterkette. Weihnachtsbaumschmuck. War es das? Ich glaube, ich hatte das Richtige gesagt. Weihnachtsbaumschmuck. Sehe ich noch nicht? Den Weihnachtsbaumschmuck. Ja. Ja, gut, da jetzt ein Pfeil zu. Ja. Das ist ein sehr komisch proportionierter Weihnachtsbaum, aber ist okay. Ey, jetzt sei mal nicht so gemein. Mein Weihnachtsstern war auch nicht so gut proportioniert. Das Schöne ist, Andi ist ja auch noch dran mit Malen. Bisher hat Andi immer am besten von uns gemalt. Punkt. Mal gucken. Gut. Wunderschöne Geschichte. Dann fehlt nur noch Andi. Bist du bereit? Klar. Gut. 3, 2, 1, los. Ready to fight. Ich finde heute nichts raus. Das ist ein Karton. Mhm. Weihnachtsschmuckkiste. Nein, das hat nicht mehr. Geschenk. Haus. Haus. Das Haus vom das Nikolaus. Nein. Wenn es mir denn einfallen würde. Lebkuchenhaus. Ja. Ja. Ich habe auf den Begriff Lebkuchen irgendwie nicht. Ich dachte so Hütte. Das soll ein Lebkuchen sein. Hey, Punkt für mich. 1-1-1. Ja. Wow, voll friedlich und so. Dann machen wir weiter mit noch einer Runde. Es ist wieder Inga. Am Zug und vielleicht erkenne ich es ja dieses Mal auch nicht an dir. Mal gucken. Ihr schafft das. Bist du bereit? Denk los, ja. Moment. Ja. 3, 2, 1, los. Das wird schon wieder ein Weihnachtsbaum. Nein. Eine Lichterkette. Nein. Ein. Was ist das? Ich gehe da. Das macht jetzt die ganze Zeit eine Minute. Nein. Hä? Adventskranz. Nein. Hä? Adventskranz, Kerzen. Nein. Erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent. Adventsgesteck. Hab ich recht? Hab ich gewonnen? Du hast viel gleichzeitig gesagt. Dritter Advent. Moment, ich muss mich beeilen. Was ist denn? Ein Weihnachts... Sollen wir jetzt endlich noch weiter raten oder nicht? Weiß ich noch nicht. Weihnachtsgesteck. Moment.
Weihnachtskerzenkranz. Es war schon ein Advent, ich sagte dir aber noch nicht welche. Erster Advent, zweiter Advent. Streng genommen hast du den Punkt, aber es war der dritte Advent. Ja. Du bist so ungeduldig. Punkte. Ja. Gut, Carsten, ready für deine zweite Runde? Na, mal schauen. Mach's ordentlich. Es wird nicht ordentlich. Oh, von der Scheffel. 3, 2, 1, los. Es wird schon wieder ein Tannenbaum. Na? Weihnachtsstern. Schon wieder? Nee, was so. Bescherung. Dein Ernst? Das ist unglaublich. Warum? Ich wollte jetzt anfangen, hier so kleine Geschenke hinzumalen. Habe ich mir fast gedacht, weil er den Baum so weit nach links gemalt hat. Das hättest du da noch Menschen hingemalt? Ja, ich wollte so ein richtig freudiges Strichmännchen, weil deshalb wird Freunde nicht malen. Ja, okay. Tut mir leid. Weißt du, wie weit du denkst? Ja, er hat den Baum so weit nach da gemalt, also kommt dann noch was. Ja. Na gut. Weißt du was? Das gönne ich dir sogar. Danke. Bist du bereit, Andi? Ich bin bereit. 3, 2, 1, los. Hellgrau hat er genommen. Gefängnis. Was? Schlitten. Keller. Trostlosigkeit. Dunkel. Ich bin mir nicht so sicher, was das wird. Weihnachtsbaumverkäufer! Ich glaube, Carsten hat das richtige Wort gesagt. Ich habe Verkauf gesagt. Verkauf ist geworden. Verdammt! Naja. Ich finde aber schön, dass wir gleichzeitig angefangen haben und also die Frage war, was sagt sie, was sage ich jetzt? Okay, ich sage das. Gut, sie hat es nicht gesagt. Ja. Gut. Ja. Schön. Ja, war eine spaßige Runde. Andi hat mal wieder gewonnen. Hab ich echt nicht. Ja, hast du echt. Oh, die Minute ist übrigens rum, Andi. Ja. Ich finde, man erkennt nicht, was es sein soll. Vor allem, was für einen riesigen Kopf hat der denn? Das ist kein Kopf, das ist dieses. Ach, das ist dieses Netz. Das ist die Trommel. Daran habe ich tatsächlich erkannt. Und als er anfing, die Weihnachtsbäume. Was hat der für ein komisches Strichmännchen gemalt? Das ist merkwürdig. Aber ja, im ersten Moment, wo er nur die Beine gemalt hat und dann so den Kopf schaut, da war ich auch kurz so. Deswegen habe ich Verkäufer und nicht Verkauf gesagt. Ah, gut, weil das so das Prägnante durch das Dunkle ist. Ja. Gut. Okay. Ja. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir hoffen, ihr auch. Habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Wochenende, da dann auch wieder was Tänzerisches. Macht's gut. Tschüss.